Oh nein, ich weiß, wo wir hier hinkommen. In Finsterwurz Garten. Oh, Dreck. Oder Finsterwurz Becken. Immerhin, drei Schläge brauchen wir bloß, um hier vorwärts zu kommen. Finsterwurz Garten, ja. Gehen erstmal da hoch. Nachdem wir den Busch hier erlegt haben. Das sieht schön aus hier. Die Blume leuchtet. Aber ich habe das Gefühl, hier war ich schon mal. War hier nicht der dunkle Ritter, der schwarze? Schild hoch. Da scheinen noch mehr Blumen zu sein. Finsterwurzbecken. Ah ja. Auch hier waren wir schon mal. Ich glaube, nachdem wir vor den Drachen geflüchtet sind. Oh, eine Echse. Geschafft. Funkeltitanit und grauer Brocken. Mittlerweile sind wir ziemlich tief im Finsterwurzbecken. Lederrüstung, Handschuhe, Pfeil und Bogen. Und es geht noch tiefer. Eieiei. Und da ist er. Das ist der schwarze Ritter, von dem ich erzählt habe. Aber wir machen schon gut Schaden. Komm schon. Ja, ganz ruhig. Geschafft. Blauer Brocken. Ja, daraus kann man bestimmt was Schönes fertigen. Wenn man dem anderen zu fressen gibt. Und hier ist eine Höhle mit einem Leuchtfeuer. Am Leuchtfeuer rasten? Nö. Schild. Wo bringt uns der Fahrstuhl hin? Zu den Drachen. Okay. Also doch, so wie ich erwartet habe. Oh Mann, oh Mann. Ich denke, eigentlich hätte man über das Finsterwurzbecken dorthin kommen sollen. Gut, hier will ich mich nicht binden. Ich will, wenn, dann am Feuerbandschrein wieder auferstehen. Sonst haben wir nicht so gute Karten. Geht's noch weiter runter?
Oder sind wir am tiefsten Punkt angelangt? Ja, sind wir. Das ist ja auch schon ziemlich tief, nicht? Wenn man bedenkt, dass wir irgendwo da oben herkamen. Gut, den ganzen Weg müssen wir jetzt wieder hochlaufen. Um wieder zurück zu André, genau, André hieß er, dem Schmied zu gelangen. Obwohl, hier hinten geht's auch noch lang. Ist auch interesting. Immer schön Schild hoch. Oh nein. Oh nein. Ich weiß, wo ich hier bin. Und zwar ganz in der Nähe von Arnolonda. Und da hinten ist eine riesige Hydra. Das muss Arnolondo sein. Nee. Ach nee, das ist der Turm, in dem Habel rumlief. Da will ich noch nicht hin. Wir sind viel zu weit fortgeschritten hier im Spiel. Das ist noch nicht unser Bereich. Definitiv nicht. Wir gehen wieder zurück zu André. Hier liegt noch die tote Echse. Ja. Und dann erstmal in dieses Haus mit dem Herrschergefäß. Das Haus der Fallen. Das Haus, das Verrückte macht. Ach, du hast sogar noch was. Blutroter Moosklumpen. Ja, ich weiß, ich bin jetzt nicht ganz auf dem Weg zu André, aber hier ist ja auch noch so viel, was man erkunden kann. Der ist runtergefallen. Und tschüss. Und wieder ein Moosklumpen. Wir brauchen unsere andere Puppy gar nicht mehr, wenn das so weitergeht. Was macht denn der blutrote Moosklumpen? Reduziert der vielleicht sogar... noch etwas anderes? Wie Blut? Durch Vorrichtung verschlossen. Okay. Da will ich auch durch. Ach, na also. Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Gut, jetzt gehen wir zurück zu André. Wir haben genug erlebt. Ich habe genug erlebt. Ich möchte jetzt doch gerne nach Hause. Seele eines Soldaten... kommt man denn da hoch? Da kommt man durch irgendeine Höhle rein. Aber da unten sieht es nicht so aus, als wenn es weitergeht. Doch. Da ist sogar was. Also mal abgesehen von dem Baum, der sich bewegt. Der ziemlich groß ist und sich bewegt. Oh bitte, lass uns nicht gegen einen riesigen Baum kämpfen. André, wir kommen. Irgendwann werden wir uns hier im Finsterwurzgarten und Finsterwurzbecken umsehen, aber nicht jetzt. Jetzt gehen wir erstmal zum Herrschergefäß. War doch nicht verkehrt, den Dämon hier kaputt zu machen. Vielleicht wäre das sogar einer der nächsten Punkte gewesen, bevor wir zur Quelak gehen. Denn so schwer sind jetzt diese Viecher hier nicht. Sag mir was. Well,
Breitschwert auf Kodes Breitschwert umwandeln. Oder zurückstufen. Don't get yourself killed. Okay, das Breitschwert ist jetzt ein krudes Breitschwert. Kann man das jetzt vielleicht nochmal aufstufen? Das hat sehr viele Seelen gekostet, oder? Nee. Well, you need it. Waffe verstärken. Ah, jetzt geht das. Krudes Breitschwert plus 1. Krudes Breitschwert plus 2. Krudes Breitschwert plus 3. So, jetzt macht das aber richtig viel Schaden. Wir können immer noch normal rollen. Eigentlich möchte ich das gerne mal anhand, oder ja doch, anhand der Skelette ausprobieren. Wir gehen mal kurz hoch. Wir haben vorher 78 Schaden gemacht, haben dann 110 bis 111 Schaden gemacht. Wie viel machen wir jetzt, wenn wir raufhauen? Das sieht nett aus. Die sind auch alle One-Hit. Sehr nice. Und die Ritter? Ich muss auch irgendwann mal die Rüstung aufstufen. Oh, auch One-Hit. Na gut, Two-Hit. Three-Hit, aber auch nur, weil er das Schild oben hatte. 4845 Seelen. Ja, nett. Also wenn wir jetzt noch ein paar kleine Scherben finden, dann werden wir noch das andere Schwert einmal aufstufen. So funktioniert das also. Man muss etwas auf plus 5 oder 6 bringen, um es dann umzuwandeln. Und dann kann man es noch weiter aufstufen. Gut. Merken wir uns. Wie ist denn die Belastbarkeit? 200. Na gut. Ist okay. So, wir benutzen jetzt erst einmal ein paar Seelen. Am besten gleich die des stolzen Kriegers zweimal. Dann haben wir... Nein. Dann haben wir über... 10.000 Seelen. Und wie viel brauchen wir? 50 Seelen mehr. Okay, komm. Die kleinste Seele, die wir haben, noch einmal auslösen. Gut. 200 ist die kleinste. Sieht man schon die Veränderung zu 1 oder von 1 zu 3. Dark Souls 1 bis Dark Souls 3, dass man 50 Seelen gerade mal bekommt, wenn man die kleinste in Dark Souls 3 auslöst. Was nehmen wir? Wir nehmen... Vitalität. Auf das wir mehr aushalten. So. Eigentlich ziemlich genial. Gehen wir nachher dort rüber im nächsten Part. Ich danke euch vielmals fürs Ansehen. Es ist schön, dass wir so viel erreicht haben und dass wir endlich ein bisschen stärker sind in dem, was wir tun. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Part. Bis nachher.